Ihr Lieben, das ist tatsächlich das Ende der 9. Staffel von Krass Klassenfahrt und dieses Mal auch ein ganz besonderes Staffelende. Wir haben uns tatsächlich gerade mehrere Stunden lang heulend in den Arm gelegen und auch ein bisschen geweint. So. Wir waren auf jeden Fall sehr, sehr emotional, denn das ist auch das Ende der 12C. Die Klasse endet mit dieser Staffel. Es ist also wirklich so diese krasse Reise, die Anfang dieses Jahres begonnen hat. Jetzt über 4 Staffeln lang haben wir so unfassbar viele Abenteuer erzählt. So, es war einfach echt, echt heftig. Es ist gerade schon irgendwie, wir stehen hier so bei Schneebergen, Sonne im Hintergrund, die geht gerade unter. So. Es ist Untergangsstimmung, aber gleichzeitig schauen wir natürlich auch positiv in die Zukunft. Ihr habt jetzt nämlich die Möglichkeit, auf Instagram vorbeizuschauen und tatsächlich dieses Mal nicht für die Figuren, sondern für die Leute hinter den Figuren zu voten. Wenn die nochmal in einer neuen Klasse oder auch in einer anderen Moonwalk-Produktion dabei sein sollen, dann lasst auf jeden Fall jetzt auf Instagram einen Vote da. Genau, mein Name ist Jonas Wuttke. Ihr könnt natürlich auch super gerne für mich abstimmen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Jetzt wird jeder nochmal ganz persönlich Abschied von euch nehmen. Hey, ich bin Lina und das ist Sunny und wir haben heute das erste Mal zusammen mitgespielt. Es war extrem lustig. Sunny hat Muni gespielt, ich habe Cordula gespielt. Und ja, es war eine echt schöne Zeit, auch dabei zu sein. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, votet gern für mich. Jede schöne Geschichte hat irgendwann mal ein Ende und das ist ein schönes Ende. Wirklich eine schöne Geschichte. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Wir haben viel zusammen erlebt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch Frau Bra sehr gefallen hat. Und ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren zeigen und auch auf Instagram zeigen, wie sehr ihr Frau Bra gefeiert habt oder auch mich als Person, als Camila Minikuta. Und gerne könnt ihr auch dafür für mich voten, aber auch für uns alle. Und ich hoffe, dass ihr uns vermissen werdet, weil sonst ist es irgendwie traurig. Danke auf jeden Fall für alles und habt euch alle lieb. Wir haben wirklich jetzt fast das ganze Jahr oder halbe Jahr auf jeden Fall uns jeden Monat gesehen in der Truppe, wie es jetzt war. Und es ist jetzt vorbei. Es ist tatsächlich etwas traurig. Umso wichtiger ist es jetzt, dass ihr da draußen tatsächlich auf den Instagram-Account von Krass Klassenfahrt geht und dort wirklich ein Like da lässt für die Personen, die in zukünftigen Formaten dabei sein sollen. Ich habe mich sehr gefreut. Danke an den Drehbuchautoren, dass Annika und ich jetzt an der letzten Staffel irgendwie doch noch zusammengefunden haben. Es ist ein bisschen so ein Happy End gab. Das ist jetzt die 9. Staffel Krass Klassenfahrt, bei der ich dabei bin. Und ich war jedes Mal das größte Arschloch, rassistisch, asozial und einfach ein Wichser. Und ich freue mich sehr, dass diese Staffel am Ende irgendwie alles so ein schönes, mal so ein Happy End ist. Sonst gab es nie ein Happy End bei Krass Klassenfahrt. So, das wollte ich sagen, danke. Und ich sage jetzt auch noch was. Und zwar hoffe ich, dass ihr für so viele es geht, von da hinten abstimmt, dass ich alle wiedersehen kann. Und ich werde nämlich alle sehr vermissen. Oh. Das war's. Jamie! Ja, ich bin Jamie Berell und ich hatte wieder die Riesenehre, meinen lieblingsautistischen Streber-Nerd Georg zu spielen. Und ich durfte auch eine brandneue Rolle spielen, Frau von Bergen. Da bin ich mal in die Rolle von einer Frau geschlüpft. Vielleicht kriege ich ja deswegen mal ein paar mehr Likes oder so, ein paar mehr Abos. Ich kann auch gerne mal Bilder als ein bisschen so Unterwäschebilder, was immer ihr möchtet. Ne? Also votet sehr gerne für mich. Vielleicht kriege ich mal halb so viele Likes wie Nathan. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn, ja, wenn das passieren würde. Ein Viertel würde mir auch reichen. Vielen Dank. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich liebe alle hier. Die Crew, super Job. Vielen Dank, dass ihr das alle macht und natürlich alle Darsteller. Wir sind wie eine Familie und es ist toll. Ne? Manchmal hasst man auch seine Familie und das ist ja auch auf jeden Fall der Fall. Nein, Spaß. Nein, es ist alle, ich liebe alle und vielen Dank. Votet für mich. Danke. Hi, ich bin Nona und ich habe Lorena gespielt. Es ist zwar mega schade, dass jetzt alles vorbei ist, aber die Zeit war einfach mega, mega schön. Deswegen nochmal danke an die Jonas, dass ich dabei sein durfte. War mega cool und falls ihr mich mochtet, dann votet gerne für mich. Ja, meine Freunde, es ist jetzt tatsächlich die 2. Klasse, die für mich zu Ende geht. Ich bin unfassbar traurig, aber es war eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, dass ich noch an vielen weiteren Projekten der beiden Jonase weitermachen darf. Würde mich wirklich todes freuen. Geht deswegen alle mal auf Instagram, votet für uns alle, damit wir alle noch mal irgendwo dabei sein dürfen. Macht's gut, meine Freunde. Bis dann. Hey, ich bin Adi, ich habe die Rolle Grace gespielt und ich war mega froh dabei zu sein, auch wenn ich die Classics hier ein bisschen gecrashed habe. Wenn ihr mich vielleicht bei der nächsten Staffel oder so dabei haben wollt, dann votet doch gerne mal für mich. Und ja, es war echt cool und ich mag alle hier sehr doll und das war's. Tschüss! Also hi, mein Name ist Paula. Ich habe die Fatima gespielt, das hat so Spaß.
Ich muss lachen. Es hat voll Spaß gemacht. Ich habe am Ende die Rolle auch sehr gefühlt. Auf jeden Fall, es war eine super schöne Zeit, ein super schönes Jahr mit allen hinter mir. Die sind mir sehr ans Herz gewachsen und ja, votet gerne für uns alle. Toll. So, und final kann ich gerade noch was sagen. Die 12C war jetzt, glaube ich, die längste Klasse, die wir bisher hatten. Die hat sich jetzt über 4 Staffeln gezogen, aber im positiven Sinne. Also es war auf jeden Fall eine super Zeit. Oh nein. Scheiße, gezogen war das falsche Wort. Ich meinte, es waren tolle 4 Staffeln. Es gab immer kleine Austausche, dass ich hinterher erstmal eine Person weggegangen, es kam wieder neu dazu, aber so die Main Crew und die Main Darsteller waren alle immer die gleichen. Es war wirklich eine super geile Zeit, deswegen, ich hoffe, wenn es nächstes Jahr mit Kastassert weitergeht, dass wir ganz viele von denen wiedersehen. Ich kann euch versprechen, dass wir Moonvibe-seitig noch ganz viele coole neue Projekte geplant haben, also nicht nur Kastassenfahrt und Villa der Liebe, sondern auch neue Formate. Und da wäre es natürlich erst recht cool, wenn viele von den Leuten hinter mir und natürlich auch den Leuten hier hinter der Kamera wieder dabei sind. Wir freuen uns da sehr drauf, deswegen gerne bei Instagram vorbeischauen, super gerne allen Leuten hier folgen, also wirklich bei allen Follow da lassen. Gerne auch bei der Moonweb-Seite, weil dort sagen wir euch immer Bescheid, wenn wir ein neues Format planen, wenn was losgeht. Ich freue mich auf die Zukunft und bis dann, alles Gute und bis dann. Ciao! Ich muss mal so eine Verbeugung machen. Ich hab dich auch noch verbeugt. Ja.